Anpfiff für die neue Geschäftsstelle von Hannover United. In der Göttinger Chaussee 115 feierten die MitgliederInnen und WegbegleiterInnen die Eröffnung der Büros in den Räumen des Niedersächsischen Basketballverbands. Bisher hat Hannover United die Vereinsarbeit aus dem Homeoffice oder in Privaträumen organisiert. Nun gibt es endlich eine Adresse für den aufstrebenden Verein. Jan Haller, der neue Geschäftsleiter, erzählt. Wir sind mit Hannover United ja ein relativ junger, aufstrebender deutscher Basketball-Bundesligist in der Stadt hier und ja, haben jetzt endlich auch Büroräume gefunden, die einigermaßen barrierefrei sind. Was bei der Auswahl und der Gestaltung der Büroräume wichtig war, erläutert der Präsident des Niedersächsischen Basketballverbandes, Mike Taherian. Wir hatten zum einen räumliche Veränderungen. Wir mussten dafür Sorge tragen, dass Jan Haller, der heute zum ersten Mal offiziell seinen Arbeitsplatz hier besetzen konnte, mit seinem Rollstuhl aus dem Erdgeschoss in den ersten Obergeschoss gekommen ist. Dazu brauchten wir räumliche Veränderungen mit dem Aufzug als Rollstuhlfahrer. Das bedurfte natürlich erstmal einer Baugenehmigung, weil wir was verändert haben an der Substanz. Dann brauchten wir natürlich Finanzierung. Der aufstrebende Verein Hannover United hat schon viele Hürden erfolgreich gemeistert. Doch einige sportliche Herausforderungen stehen noch bevor. Wir spielen erste Bundesliga. Wir haben jetzt vor 2 Wochen in Frankreich im Europapokal gespielt auch, haben da die Qualifikation für die Finals in Istanbul klar gemacht und ja, jetzt aktuell spielen wir um die deutsche Meisterschaft. Teil der Mannschaft ist auch Jan Haller, der neue Geschäftsstellenleiter. Bereits 15 Jahre spielt er schon Rollstuhlbasketball. Also ich spiele in der ersten Bundesliga, seit ich 19 bin. Nationalmannschaft bin ich auch dabei. Ich arbeite im Bereich Rollstuhlbasketball. Von daher, ja, es nimmt einen sehr großen Teil meines Lebens ein. Auch Steffen Krach, Regionspräsident von Hannover, war schon bei einem Spiel von Hannover United. Er ist begeistert von der Mannschaft. Ja, das ist wirklich richtig hochklassiger Sport, der leider noch nicht die Beachtung gefunden hat, die er verdient. Und deswegen freue ich mich, wenn möglichst viele Menschen auch in den nächsten Wochen und Monaten Hannover United weiter verfolgen und in die Halle kommen und wirklich diesen Sport auch anfeuern. Der Verein schafft Bewusstsein für Menschen mit Behinderung. Auch in der Kinder- und Jugendarbeit wollen sie ihre Werte vermitteln. Jan Haller ist dabei vorneweg. Ja, das läuft sozusagen so ab, dass wir da in die Schulen fahren, mit Sportrollstühlen im Gepäck, mit Bällen im Gepäck und damit den Kids im Schulalltag, im Schulsport Rollstuhlbasketball spielen unter Anleitung von Spielern und Spielerinnen von uns. So bietet Hannover United auch eine Rollstuhlbasketball-AG an der IGS Linden an und hat eine Kooperation mit dem Deutschen Taubblindenwerk. Damit verfolgen sie ein klares Ziel. Dass auch Menschen, die eine Behinderung haben, Sport treiben können, ganz normale Menschen sind, die einen Schulunterricht auch leiten können und den Kids zeigen können, wie man Rollstuhlbasketball spielt. Einfach Berührungsängste auch zu nehmen in jungen Jahren schon. Ne? Dass Kinder, wir gehen mittlerweile auch schon in Grundschulen und gehen an die ganz Jungen ran, die halt wirklich auch schon sehen sollen, hey, Rollstuhlfahrer, das ist völlig normal, um denen da auch einfach frühzeitig die Berührungsängste auch zu nehmen. Motiviert durch eine neue Geschäftsstelle und einer Menge Rückenwind wird Hannover United weitere Spiele bestreiten und hoffentlich als Sieger hervorgehen.